Schönen guten Tag, willkommen zurück zu Titan 3 in Folge 3. Und ja. Wir begeben uns auf den Server, bei mir dauert das irgendwie immer ein bisschen länger. Ich bin schon lange drauf. Im Chat sieht man die ganzen Teamleben. Es ist einiges abgegangen, während wir nicht drauf waren. Ja. Und ich begebe mich hier oder bin immer noch hier in meiner Schlucht. Da schaue ich mir jetzt nochmal hier diese kleine Mine an. Wir haben vor, uns ein bisschen zu treffen. Wir wollen unbedingt kämpfen, Leute. Ich sterbe. Wir wollen kämpfen. Ja. Das Problem ist, es ist momentan hier nicht viel los auf dem Server. Die meisten haben schon weiter vorproduziert. Ich höre hier ein paar Spinnen. Wir sind die aktuellsten aktuellsten, ja. Weil wir einfach Bock haben, auf jeden Fall zu kämpfen. Und möchten das Projekt eben auch so angehen. Wir wollen, wenn möglich, nicht sonderlich viel farmen. Ja. Wir wollen keine 3, 4, 5 Folgen Farmfolgen machen, sondern wir würden ganz gerne einfach kämpfen. Ja, definitiv. Unser Plan sieht gerade so aus, Pete ist in seiner Höhle so ein bisschen und ich komme so in grob in Richtung zu ihm und nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Im besonderen Fall bräuchten wir vielleicht noch 5 Diamanten, um halt auch coole Sachen zu machen und das Leben und schöner ich kann machen. Sagen, dass die Mine Potenzial hat. Das heißt, du kommst mal zu 900 oder meckern okay. 1000, 1400. Okay, alles klar. Aua. Die Skelette legen schon wieder auf hier. Alles klar. Das Ding ist halt, wir haben so einen Client, da können wir gucken, wer so wie weit schon aufgenommen hat, ob gerade jemand online ist auf dem Server. Und das sieht man halt, dass die meisten Leute oder eigentlich jeder schon aufgenommen hat und wir halt momentan die aktuellsten sind. Weil wir haben wirklich vor, wenig zu farmen. Wir wollen oben ein bisschen ja, Kämpfe forcen. Wir wollen einfach kämpfen, Spaß haben, dadurch einfach ein bisschen Action haben. Genau. Und ihr natürlich auch. Unser Ziel auf jeden Fall, dass wir das so angehen. Deswegen sind wir so ein bisschen auf euch angewiesen. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr uns ganz, ganz viel Informationen in die Kommentare schreibt. Wo welches Team ist. Wir können halt nicht alle Folgen angucken. Vielleicht schaust du genau du ja gerade die Folgen von Sünd oder von Ripperks oder von sonst irgendwem, die wir nicht sehen können oder so. Und dann kannst du uns ja Informationen geben, falls du... auch allgemein, ihr wisst ungefähr, wo wir lang sind, ihr wisst so die Richtung. Wenn euch irgendwas bekannt vorkommt, was ihr bei uns gesehen habt, schreibt es uns in die Kommentare, wer bei uns in der Nähe ist. Wir können uns ja auch in die Nähe von Gegnern begeben und dann einfach ein bisschen warten, bis die online kommen. Dann kann das dann dadurch auch noch was werden. Ist es hier die Border oder ist es hier so ein ein Spawner? Ich frage mich gerade so blaue Partikel oder so lila Partikel. Das ist eigentlich dann die Border normalerweise. Aber es kann nicht sein, dass hier schon die Border ist. Eigentlich nicht, ne? Obwohl 1400. Also ich bin jetzt so quasi in der groben Nähe von dir, die Koordinaten. Da ist... da will ich noch mal kurz hingehen. Ja, es ist die Border. Da ist es abgebrannt. Okay, dann bist du an der Border schon. Ja, echt. Okay. Ich habe was gefunden, so ein abgestürztes Flugzeug. Okay, nee. Dann schau da mal rein. Es ist... Da war ich schon mal, da habe ich aber nicht reingeguckt, da würde ich jetzt gerne noch einmal ganz, ganz kurz einen Blick reinwagen, weil man hier nicht so recht weiß, da ist nämlich eine Truhe, die muss ich mal kurz eben. Und Leute, mir ist in der letzten Folge beim Schnitt aufgefallen, dass ich da Hühnchen getötet habe und groß gesagt habe, ja, die töte ich noch schnell für Pfeile, dann lasse ich die Federn liegen, das war dann wieder typisch. Nice, Mann. Aber ich habe jetzt die Mine durch, das Problem ist, dass sie halt wirklich in die Weltborder reingeht. Dann komme ich jetzt zu 900 und 1100 circa. Da bin ich gerade auf dem Weg. Da wir müssen uns eigentlich gleich irgendwie kreuzen. Sag mal, was du so, welches Biom bist du? Fichten. Überall Fichten. Oh, ich sehe jetzt einen Fichtenwald. Alles klar, okay, dann lauf du mal da rein. Und ich schau mal, dass ich hier irgendwie... Wir müssen es aber eigentlich gleich sehen normalerweise. Ich mache hier jetzt mal meine Öfen und brate mir mal ein bisschen Essen. Genau. Ja, ihr habt in die Kommentare geschrieben, wir sollen das ganze Heu mitnehmen. Ja, das habe ich auch gelesen. Das können wir auch noch machen. Wir könnten auch noch einen Abschnitt zum ganzen Heu machen. Aber ich habe so viele Tiere getötet. Okay. Ich bin 900, 1200. 1200 und 900. Okay, dann komme ich gleich. In ein paar Sekündchen bin ich bei dir. Gut.
Siehst du einen großen See wahrscheinlich, oder? Ja, genau, ich bin an dem. Ich sehe deinen. Ja, ich sehe deinen Namen. Guck, hinter dir. Wo bist du? Hier. Ach, da oben, okay. Nimm mal das Hühnchen damit. Alles klar. Für die Federn, Alter. Ja, für die Federn. Ich brate da oben gerade ein bisschen. Jetzt habe ich ab und zu mal so einen kleinen Ruckler. Keine Ahnung, an was das liegt. Also, mir läuft das relativ flüssig. Die ersten beiden Folgen richtig paar Lecks. Wir haben noch dieses Resource Pack gefixt. Es war ja so, dass hier so ein bisschen. Da ist Resource Pack drin. Und dann sollte es auch passen. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich würde vielleicht jetzt in eine Richtung laufen, komplett weg von hier oder, ich weiß es halt nicht genau, was wir jetzt am effektivsten machen können, weiß ich halt nicht, weil... Ich würde sagen, halt schon ein bisschen runter, glaube ich, wenn wir eine Höhle sehen, würde ich da reingehen. Auf jeden Fall. Weil sonst verlieren wir einfach nur Zeit. Okay. Momentan können wir halt nichts anderes machen, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Das Ding ist, wir haben... schon 3 Dias, wenn wir halt noch 2 finden würden, hätten wir eine Pickaxe, könnten uns ein Enchantment Table machen. Wir wollten was halt uns, sehr stark wäre. Glaube ich, ein Diaschwert machen, eins. Ja, aber nur wenn, sag ich mal, Gegner kommen, weil sonst brauchen wir die für ein Enchantment Table. Genau. Das ist, wir haben ja, Amboss wäre auch ziemlich geil, weil wir das mehr als 2 haben, OP-Bogen wäre natürlich auch ziemlich geil zu angeln. Und die Chancen liegen, glaube ich, gar nicht so schlecht mit dem 2er. Ja. Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, wie stark das ist, aber da sollte man eigentlich schon bei jedem zweiten, dritten Mal was angeln, was OP ist, bekommen. Also es ist eigentlich schon hohe Chancen. Das kann man machen, wenn man mal ein bisschen wartet, so ein bisschen hast angeln. Hast du gerade noch Eisen? Wenn ja, dann schmeiß es mal kurz zu mir runter hier. Ja, ich habe 11 Eisenerz. Schmeiß den mal kurz runter, dieses Loch hier, genau da, ja. Einfach mal runterwerfen. Du kannst Tränen vergießen, weil sie gegangen sind. Oder du kannst lächeln, weil sie gelebt haben. Du kannst deine Augen schließen und beten, dass sie zurückkommen werden. Oder du kannst deine Augen öffnen und sehen, was von ihnen geblieben ist. Dein Herz kann leer sein, weil du sie nicht mehr sehen kannst. Oder es ist voll von Liebe, die sie mit dir geteilt haben. Du kannst dem Morgen den Rücken drehen und dem Gestern leben. Oder du kannst dankbar für das Morgen sein, eben weil du das Gestern gehabt hast. Du kannst immer nur daran denken, dass sie nicht mehr da sind. Oder du kannst die Erinnerung an sie pflegen und sie in dir weiterleben lassen. Du kannst weinen und deinen Geist verschließen, leer sein und dich abwenden. Oder du kannst tun, was sie wünschen würden. Lächeln, die Augen öffnen, lieben und weitermachen. Ja, ich bin auf dem Weg. So, komm schon. Gut. Leute, das ist eine Spinne. Aua. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung hier. Okay, ich folge einfach mal. Okay, 5 Minuten, da können wir noch eine Höhle finden. Wäre vielleicht ganz praktisch. Da hinten ist ein Zombie. Kannst du mal Fleisch droppen? Die Hälfte, die ich... Ich habe dir eben alles gegeben. Die Hälfte vielleicht lange schon. Sind 16 Stück, nice. Das sollte erstmal reichen. Das sollte erstmal reichen. Ja, Essen geht schnell weg auf jeden Fall. Das geht mega schnell weg. Da sind noch Pilze, die wir auch noch mitnehmen können, aber naja. Hier. Alter. What the fuck? Ist hier nicht noch irgendwas? Hier ist so ein Extreme Hills Biom. Da waren wir schon mal. Ist aber auch scheiße, weil da sind so viele Smaragde. Ach, hier, an dem, davon hast du mir vorhin ein Screenshot gesehen. Ja, genau. Hier bist du vorbeigelaufen. Da bin ich vorbeigelaufen. Es sind ja in der Stadt wieder mehr oder weniger. Vielleicht finden wir ja auch da irgendwas noch, weißt du genau. Ja. Fähre halt ziemlich geil. Es gibt mehrere so kleine Secrets eingebaut in der Map. Das heißt, da könnten wir vielleicht, vielleicht begegnen sonst noch irgendwas. Da vorne sehe ich was. Hier scheint was zu sein. Also aktuell sind wir voll Iron mehr oder weniger und einer hätte ein Diaschwert aktuell, wenn wir uns was wir uns machen könnten, aber genau. Nicht. Da ist der Stegi wieder. Hier waren wir schon überall. Wir gehen Richtung Spawn zurück. Naja, das Ding ist, die World Border scheint dann doch nicht so riesig zu sein, wie ich dachte. Ich bin da ein bisschen gelaufen und war schon am Ende. Gut, so. Wir müssen irgendwie was finden, wo wir reingehen können. Was da hinten? Bisschen nach rechts halten. Ja.
Hört mal das Skelett da oben für Pfeile. Alles klar. Die hast du ja da. Ich gehe mal kurz den Berg nach oben, auch wenn da oben halt scheiße ist, weil da oben ist halt nicht unten, wir wollen ja nach unten. Hier ist eine kleine Höhle. Ah, ist sie tief? Gute? Die ist halt in einem Berg drin und die scheint wirklich... Naja, die ist wieder richtig blöd. Was Höhlen angeht, habe ich allgemein richtig Pech, auch bei UAC, was ich ja wirklich selten spiele. Aber wenn ich es mal spiele, dann habe ich wirklich nur die räudigsten Höhlen. Ich bin jetzt gerade so einen kleinen Weg entlang gegangen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist so viele Pilze irgendwie. Und hier ist... Auch noch hier ist der Spawn wieder. Da oben ist schon der große Baum. Ja, der Spawn ist halt echt riesig, ne? Ja. Da bist du, okay. Ich sehe hier ein kleines Secret oder ja, kleine Häuser. Ah, jetzt sind wir hier. Ich bin bei dir. Da sind auch noch Kisten. Vielleicht können wir da ja irgendwie hin. Okay, du springst da unten rein. Ich baue mich mal hier rüber. Das überlebe ich ja, ne? Davon sterbe ich ja nicht. Auf ins Klapfer. Nee. Hier im war Ofen. Halt auch schon hier. Nee, hab ich nicht. Warte, ich hol mal kurz Fackeln. Ich sehe da nur eine Kiste, die so ein bisschen alleine steht. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch was drin ist. Hier, siehst du mich hier? Guck mal, komm mal zu mir schnell. Komm mal schnell zu mir nochmal. Komm. Komm mit. Beeil dich. Da. Weil hier siehst du da unten. Nimm dir eine Fackel mit, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das dumm war. Ich hab halt eine Fackel dabei. Sonst geh halt nach oben wieder. Da ist die Kiste. Komm zu mir, mach die Fackel. Mach die dran, mach die. Nein. Nein. Wohin hier? Nur die Fackel. Ich sterbe. What the fuck? Ich sterbe. Alter. Oh mein Alter. Gott. Ich sterbe. Fuck. Fuck. Ah. Da ist richtig kacke gerade, aber... Sag mir die Himmelsrichtung. Warte kurz, ich sterbe gleich. die Himmelsrichtung ist, Da unten war aber eine Kiste. Sag mir die deine Koordinaten. 846 und 720. Eine Fackel. Mann. Warum bin ich da runtergegangen? Da unten war aber eine Kiste, die musst du jetzt noch looten. Ja, die Kiste loote ich noch da unten. Wir werden nicht gekickt oder so. Das war natürlich richtig kacke gerade. Aber. Aber es ist noch alles in Ordnung. Es ist alles okay. Noch ist alles in Ordnung. Aber du lootest mir die Kiste, sonst war das unnötig. Ja, ich kann aber gerade nichts machen, weil die Folge ist gerade vorbei. Aber ich werde den nächsten Folge auf jeden Fall holen. Und nimm dir auf jeden Fall eine Fackel mit. Du bist wieder da oben irgendwo, oder? Habe ich dich gerade gesehen? Warte, ich bin jetzt 800 und 620. Soll ich dir irgendwie, ich würde ganz gerne irgendwie eine Kiste hier hinstellen, damit du die Sachen wieder hast gleich, wenn du wieder da bist. Weil die spawnen ja gleich, dann irgendwann in 5 Minuten. Ich habe erstmal hier stehen und schauen wir uns mal um. War eine ziemlich kackende. Ja, war echt kacke. Es war einfach nur dumm von uns. Wir haben trotzdem noch Chancen, die Kisten zu looten. Ist da was Geiles drin? Mal gucken, was da drin sein könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ist scheiße gelaufen. Bis dann und ciao. Hau da rein. Macht's gut. Ciao.